Wahnsinn! Wahnsinn, er holt sich noch ganz zum Schluss. Wir haben alle nicht mehr dran geglaubt. Sekunde! Unglaubliches Herz. Wie beginnt ein guter Tag, David? Eigentlich relativ frühes Aufstehen mag ich. Erster Stelle immer früh aufstehen. Klarer Kopf zu haben auch. Und dann stehe ich eigentlich auf, mache mein Gebet, ne, und dann mache ich mich fertig, bisschen dehnen. Also ich brauche auch immer meine Zeit. Mache mich ein bisschen fertig, schreibe da was in mein Buch rein, ein bisschen, was ich heute vorhab, und dann eigentlich direkt zur ersten Einheit gehen. Also eigentlich bester Tag anfangen mit frühem Aufstehen und 2 Stunden später ungefähr zum Training gehen. Ich würde sagen, meine Disziplin, also dass auch genau dann, wenn ich müde bin oder kaputt, dass ich trotzdem zum Training gehe und einfach immer anwesend bin, in egal welcher Form. Ich würde auch sagen, dass genau mich ich zum guten Kampfsportler geworden bin oder auf dem Weg dahin bin, dadurch, dass ich einfach immer zum Training bin und Disziplin zeige. So, was Kampfsport für mich ist, ist schwer zu sagen, weil es auch einfach gleichzeitig einfach ein Teil von mir ist, ne? Also so wie wenn man sagt, so, was ist Familie für dich? Das ist einfach so eine Art Gefühl, ne? Also so, natürlich sind auch meine Freunde Familie für mich, und genauso ist Kampfsport für mich einfach ein Gefühl, wo ich weiß, okay, wenn ich gleich zum Training gehe oder wenn ich heute beim Training alles gegeben habe, dann bin ich einfach danach ausgeglichen. Ich fühle mich einfach nur wie ich selbst, wenn ich wirklich beim Training bin. Also es ist wirklich dieser Teil von mir, der ohne wirkliche Bedingungen immer da sein muss. Also wenn ich irgendwie, auch wenn ich richtig kaputt bin und am Arsch bin, dann muss ich irgendwas damit zu tun haben. Also es ist einfach genau diesen Ausgleich, den ich brauche vom Alltag. Die Mitteldeutsche Meisterschaft, irgendwie, wenn ich dran denke, so, das war so ein richtiger Film. Das war eigentlich geil, ne? Weil du hast ja irgendwie die Fight Week, also die Woche vor dem Kampf, wo man dann auf einmal das Training ein bisschen runterfährt und ein bisschen, sagen wir, bis Dienstag, Mittwoch trainiert man noch hart, und dann hat man erstmal Donnerstag, Freitag Pause und Samstag geht es zum Kampf. Das heißt, so, du regenerierst ein bisschen und merkst auf jeden Fall, okay, das ganze harte Training hat sich bezahlt gemacht, die Anspannung kommt aber auch langsam, aber gleichzeitig ist man auch ruhig. Weil man weiß, in dem Moment gibt es keine anderen Probleme, als wirklich nur diese Kämpfe zu bestreiten und dann da zu sein mit ein paar Freunden, mit dem Team und so. Es ist einfach ein einzigartiges Gefühl. Also das Gefühl ist einfach sehr, sehr lebendig, ne? Auch wie klischeehaft sich das immer anhört, ne? Aber in dem Moment so merkt man das alles, so, man ist da, in dem Moment kann das alles genießen und weiß, okay, später geht's, wird richtig geballert. Also Lutter Livre ist ja für uns eine Wettkampfsportart, deswegen ist es einfach extrem wichtig, sich auch immer wieder die Techniken, die man im Training übt, zu testen und weiterzuentwickeln und auch Feedback von anderen Vereinen zu holen, dich sozusagen in deiner eigenen Suppe zu kochen. Und das ist für die gesamte Entwicklung des Sports, glaube ich, einfach echt wichtig, diese Wettkämpfe, weil bei den Wettkämpfen sieht man einfach, welche Techniken funktionieren, welche Trainingsmethoden funktionieren, und dadurch entwickelt sich der ganze Sport weiter. Ich bin Georg, Lutter Livre Schwarzgurt, Trainer der Panterei. Kennt man in Aachen an sich einfach so als Gym. Und dann bin ich schon direkt beim ersten Training, habe ich mich dort angemeldet, weil ich wusste, okay, da fühle ich mich wohl. Da sind gute Leute, ein gutes, hohes Niveau ist auf der Matte, und da habe ich viel zu lernen. Die Panterei ist eins der geilsten Vereine überhaupt. Die Menschen sind der absolute Hammer. Wir haben einfach so viele verschiedene Typen, die zusammenkommen, alle das gleiche Ziel, das gleiche Hobby verfolgen und Spaß miteinander haben, offen sind. Das ist, glaube ich, das, was uns ausmacht. Und dadurch macht es einfach jeden Tag Spaß, zum Training zu kommen und alle Leute kennenzulernen. Ray, wirklich bewundere, ist, wie er es immer wieder schafft, Leute zu motivieren, zu Wettkämpfen zu gehen und einfach dieses Feuer bei denen zu entfachen. So, und auch weiterzumachen, nicht aufzugeben und immer wieder sagt, hey, komm, wie der Leute aufbauen kann nach der Niederlage, sich wieder Tipps gibt, wie man sich verbessert. Und der hat einfach, immer diesen unfassbaren Kampfeswillen an einem hervorruft. Aber er hat dich dreimal besiegt.
Nein. Aber Ray ist an erster Linie natürlich auch ein Freund für mich. Ray ist ein sehr, sehr guter Trainer. Der hat mir in der Kampfvorbereitung vor allem auch dann immer sehr viel Initiative ergriffen. Also es ist oft vorgekommen, dass wir uns dann morgens getroffen haben, irgendwie zusammen trainiert haben, der irgendwelche Pratzen für mich gehalten hat oder Techniken gezeigt hat, irgendwas Wichtiges für mich gegeben hat. Also Ray ist auf jeden Fall ein Coach, auf den ich sehr viel Vertrauen habe. Wenn er sieht, dass man wettkampforientiert trainiert, sagt dann auch einem, wenn der erste Wettkampf ansteht, dass man dann auch beim Chris Moore trainieren kann hier in Aachen. Und so ist es halt entstanden, dass ich meinen ersten Kampf angesetzt habe und Ray dann auch gesehen hat, okay, David ist mental bereit, halt einen Wettkampf zu machen, braucht jetzt nur noch ein paar bessere körperliche Voraussetzungen. Dann geht man zum Chris Moore trainieren und wird da geschmiedet. David habe ich vor ein paar Jahren kennengelernt mittlerweile. Da waren wir noch in einer anderen Location. Da trat er einmal durch die Tür und sagte, ja, ich bin von Ray geschickt worden. Ich soll mich hier mal hinkommen, um zu trainieren. Mein Name ist Christian Moore. Ich bin der Begründer hier und dementsprechend auch der hauptverantwortliche Trainer hier im MPC Gym. Ich selber habe eine Profisportlerkarriere hinter mir. Ich habe damals American Football in der NFL gespielt. Ich bin studierter Sportwissenschaftler. Ich bin sehr kampfsportaffin. Das heißt also, ich habe selber auch bei Panzerei trainiert. Und wir haben hier dementsprechend auch sehr viel Spaß daran, die Leute, die Athleten weiterzuentwickeln. Auch mit etwas, ich sag mal, unorthodoxen Methoden. Wenn man so aus dem Fitnessstudio die Sachen eigentlich kennt, dann wirkt das erstmal sehr befremdlich, was wir hier machen. Aber schlussendlich geht es dann darum, dass meine Aufgabe dann ist, das athletische Potenzial einfach auszuschöpfen bzw. weiter auszubauen und dementsprechend die Sportler dann bestens zu unterstützen. Also Chris ist natürlich ein Athletiktrainer, das heißt, es geht jetzt mehr um Kraft und Ausdauer. Vor allem, das heißt, wir gehen beim Chris mehr auf Mobilität, Sachen zum Aufwärmen und machen dann viel explosive Sachen, viel Krafttraining und viel Ausdauer auch. Wir haben ganz verschiedene Sportler, wir haben auch nicht nur Leistungssportler hier, wir haben unser ältestes Mitglied ist 75 Jahre alt. Wir trainieren ganz eine bunte Bandbreite von Leuten. Fürs Interessante natürlich, die Profisportler, die hier trainieren, wenn wir im Kampfsport sind, dann ist das zum Beispiel Felix Sturm, fünffacher Weltmeister im Boxen. Agit Kabayel, würde man sagen, Deutschlands und Europas Nummer 1 im Schwergewichtsboxen. Also sagen wir mal annähernd, da geht es hin. Ist überall unter den ersten 10 der Welt bei den großen Boxverbänden. Wir haben mehrere UFC-Kämpfer hier. Ottmann und Abu Azatar, wenn die in der Gegend sind hier in Deutschland, kommen sie vorbei. Von daher sehr viel Kampfsportler, Christine Hammer ist da noch zu nennen, aber eben auch Leute aus anderen Sportarten, Aaron Donkor, der jetzt in der NFL ist, im American Football. Und dann haben wir viele, die hier Profi-Footballer sind, hier in Deutschland jetzt durch die neue Football-Liga. Wir haben Fußballer hier aus österreichischer Bundesliga, zweite Bundesliga Schalke, die Ninjas, Ninja Warriors, Arlene und Benny, die hier ihre Vorbereitung für den Ninja-Sport machen. Also, wie man hört, ganze Bandbreite von Leuten auch, bunt gemischt und alles trifft sich dann hier beim Training. Und ja, dementsprechend haben wir da eine Menge Spaß. Das sind einfach viele verschiedene andere Sportarten auch, viele andere Sportler. Es gibt Boxer, Kickboxer, Footballer, Ninjas, was weiß ich. Es gibt letztendlich alle Leute, die dort verschiedene Sportarten betreiben. Und beim Panterei sind halt einfach alles Kampfsportler. Und da merkt man dann auch kurz den Unterschied. Ne? Allein einfach so die Stimmung unterscheidet sich ein bisschen.
beating on my chest, trying to get my rest. Watch me while I flex. Every win is a blessing, and every L is a lesson. So when I run into rejection, I know it's only redirection. I see the blessings right beside me. The chances are quite unlikely. I do it like I'm at my Nike. Don't make excuses, they never excite me. Ich geh dann so rein, und der packt mich, der wirft mich einfach rüber. Ich so, okay, dieser Junge, du musst tief verstehen, du musst richtig so stehen und so. Und dann, wenn er deinen Kopf packt, passiert auch. Ja, also das Wichtigste beim Training ist eigentlich immer der Fokus, finde ich. Also so, man kann sich natürlich auf alles fokussieren. Also man kann nicht jedes Training 100% Vollgas geben, auch wenn ich es immer oft probiere und das auch gut funktioniert. Aber man kann ja letztendlich von jedem Training was mitnehmen. Das Wichtigste ist an sich erstmal da zu sein. Und dann zu sehen, okay, wenn ich beim Training bin, auch wenn es nur ein kleines Detail ist, irgendwie wie Atmung, irgendwie diesmal konnte ich ein bisschen besser, wenn ich kaputt bin, schneller regenerieren oder so ein kleines Detail, ich will meine Hand ein bisschen mehr drehen oder meinen Kopf ein bisschen mehr nach links oder rechts bewegen oder meine Griffkraft, irgendwas, ne, man kann immer irgendwas mitnehmen. Das ist eigentlich das Wichtigste, dieser ganze Fokus, den man beim Training hat, dass man den mitnehmen kann. Eileen, also meine Freundin, unterstützt mich sehr, also die bekommt das natürlich mit, ne, dass ich sehr viel trainiere. Also es ist ja nicht, dass ich nur einmal am Tag trainiere, sondern eigentlich immer zweimal am Tag. Das heißt natürlich auch, dass Zeit, die ich hier nicht zu Hause verbringe, natürlich dann auch Eileen mitbekommt, aber die dafür totales Verständnis hat, natürlich auch selber auch ihr Studium hat und ihre Hobbys, die dann auch ihr in der Zeit einfach genutzt werden. Die unterstützt mich auf jeden Fall sehr hart. Also wenn es alleine ums irgendwie mal zusammen was essen geht, irgendwie so, dass sie merkt, okay, David hat jetzt eine Kampfvorbereitung, dann kocht sie vielleicht mal in der Woche ein bisschen mehr als ich oder so. Oder ne, vielleicht irgendwie bestimmte Sachen dann merkt, dass ich, okay, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen schlechter gelaunt bin. Oder auch einfach grundsätzlich mir ein bisschen Pause gibt von dem ganzen Stress, den ich am Tag habe. Der Glaube für mich ist eigentlich, ja, wie soll man das sagen, allgegenwärtig im Tag. Ne? Also ich stehe auf und das Erste, was ich mache, ist beten. Wenn ich auf den Bus warte zum Training oder sowas, bete ich auch am Abend. Ne? Also es ist eigentlich konstant da. Es ist, der Glaube an sich im Alltag ist extrem wichtig für mich, auch sogar in Kombination mit dem Sport. Ne? Also es ist auch, dass ich auf dem Weg zum Training bete und was weiß ich. Also es ist, dass ich eigentlich gar nicht von mir wegdenken kann. Der Glaube begleitet mich im Alltag genauso wie alles andere. Also für dieses Jahr will ich auf jeden Fall noch ein paar Mal kämpfen. Ich weiß noch nicht, wie oft. Alles natürlich immer verletzungsbedingt. Ich würde natürlich einfach sehr viel und sehr gerne oft kämpfen. Ich sehe das alles immer irgendwie Schritt für Schritt. Das heißt, ich gucke mir meinen nächsten Kampf an und denke gar nicht daran, okay, wann ist der nächste, wann kann ich wieder kämpfen, sondern ich versuche erstmal den nächsten Kampf zu gewinnen oder den nächsten Kampf zu machen, danach den Kampf wieder zu machen und einfach gucken, wie meine Erfahrung dann wächst. Er hat ja mehrere Spitznamen. Ich weiß nicht, ob alle Spitznamen schon genannt worden sind. Also der erste Spitzname, wenn man David sieht, ist es natürlich, dass er auffallend hübsch ist. Ja? Er ist ein sehr symmetrisches, hat ein sehr symmetrisches Gesicht. Das heißt also, er ist der schöne David. Aber das wird natürlich kein Kampfname sein. Und durch das letzte Turnier, was er haben konnte, war Löwenherz. Das hat er sich bewiesen. Also das muss auf jeden Fall in diesen 8-Minuten-Film rein. Denn er hat gezeigt, dass er kämpft wie ein Löwe, dass er niemals aufgibt. Auch wenn er sehr gefordert ist. Und vor allen Dingen bei 3 Kämpfen an einem Tag kann man das ruhig so sagen. Und David ist auch, ich würde mal sagen, derjenige mit den kürzesten Hosen und den auffallendsten bunten Hosen, macht er auch immer. Er ist quasi die Style-Polizei hier, da geht schon mal die ein oder andere Verwarnung raus an den Mann, aber er kann ja alles tragen. Perfekt, danke dir.